Vielen Dank, Lena Seitzel, für den Beitrag. Der nächste Redner hat, wie die Frau Lena Seitzel, das Ohr eigentlich bei der Landwirtschaft. Es ist tatsächlich so, wenn Landwirtschaftsprobleme kommen, dann kriegen wir hier Anrufe vom BLAV oder auch als einzelne Betriebe und werden gefragt. Das ist meines Erachtens nicht überall in der Regierung der Fall, dass das Ohr noch beim Volk ist. Als nächster Redner haben wir als den klima- und energiepolitischen Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion unseren CDU-Abgeordneten Andreas Jung. Danke. Florian Fuchs, lieber Stefan Leichenauer, liebe Kollegin Lena Seitzel, lieber Landrat Zeno Danner, liebe Bäuerinnen und Bäuer, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist selbstverständlich, dass wir heute hier sind. Ich bin Bundestagsabgeordneter im Landkreis Konstanz. Und dazu gehören Städte wie Konstanz, aber es gehört eben auch dazu der ländliche Raum. Und zum ländlichen Raum gehört unsere Landwirtschaft. Und es ist unsere Landwirtschaft, die unsere Lebensmittel produziert. Und Lebensmittel essen wir alle, ob in der Stadt oder auf dem Land. Wir alle brauchen Lebensmittel, wir alle essen Lebensmittel, wir alle leben von Lebensmitteln. Danke, dass Sie die produzieren und selbstverständlich, dass ich da bin. Und ich danke Florian Fuchs, Stefan Leichenauer und dem ganzen Bauernverband, unseren Bauern hier vor Ort, für diese klare Haltung im Sinne demokratischen Protests, demokratisch eine Demonstration mit Argumenten, wie wir sie hier sehen. Ich danke für die Abgrenzung, die ihr im Vorfeld und hier gemacht habt, gegen Radikale, gegen Extreme, gegen Drittweltfahrer. Dafür danke ich ausdrücklich. Dafür danke ich ausdrücklich. Ich will es auch sagen mit Blick auf das Interview. Der Florian Fuchs hat heute im Interview gesagt, wir kritisieren diese Regierung, wir protestieren. Aber was eine Minderheit in Schleswig-Holstein gemacht hat, dass sie Habeck gehindert hat, war nicht in Ordnung. Und ich sage es auch, und ich sage es auch hier mit dem Blick auf dieses Plakat, wenn da steht, Habeck muss in den Knast. Nein, Habeck ist wie diese ganze Bundesregierung. Wir haben dagegen gekämpft und wir bekämpfen sie im Parlament. Aber die sind demokratisch gewählt, die haben sich diesen Vorschlag ausgedacht, die müssen ihn auch demokratisch wieder zurücknehmen. Dafür stehen wir im Parlament und das muss auch die Botschaft von hier sein. Demokratisch ist auch demokratisch gewählt. Und ich nehme ernst, um das auch noch vorneweg zu sagen, ich komme zu der Steuererhöhung, wir sind klar dagegen. Aber ich nehme sehr, sehr ernst, wenn der Florian Fuchs und andere vorher gesagt haben, diese Steuererhöhungen sind jetzt der Auslöser. Aber der Frust sitzt tiefer. Er hat gesagt, die Politik der letzten 10 Jahre. Und ich nehme für mich in Anspruch, seit ich Abgeordneter bin, kämpfe ich für unsere Bauern. Sie sind Partner für Lebensmittel, für unsere Region, auch im Naturschutz, konventionell und bio, Partner in der Landschaftspflege. Ich kämpfe für unsere Bauern, wir haben für unsere Bauern gekämpft, wir haben viel erreicht. Aber ja, ich akzeptiere das. Es gab auch Versäumnisse. Wir haben Kommissionen eingesetzt, Borchert-Kommission, Kommission Zukunft der Landwirtschaft. Die haben Vorschläge gemacht und diese Vorschläge hatten das Ziel, Thema dieser Demonstration ist ja Zukunft der Landwirtschaft, Perspektive der Landwirtschaft. Diese Perspektive nicht nur für ein Jahr, für 2 Jahre zu geben, sondern für eine Generation, für 2 Generationen, dass die Jungen die Lust und die Liebe und die Freude haben, den Hof zu übernehmen. Und diese Perspektive brauchen wir. Daran haben wir gearbeitet, aber es gab auch Versäumnisse. Und da müssen wir alle daraus Konsequenzen ziehen. Das nehme ich auch von dieser Demonstration mit. Und ich meine, wir alle, unsere Gesellschaft, ich nehme uns nicht aus, ich nehme mich nicht aus, wir alle brauchen ein neues Bewusstsein für die Wertigkeit von Lebensmitteln. Wir glauben doch oder haben doch in Wahrheit geglaubt, das ist alles selbstverständlich. Und wir haben in den letzten Jahren erlebt, dass eben nicht alles selbstverständlich ist. Nicht der Frieden in Europa seit dem Angriff von Putin,
Nicht selbstverständlich. Oh. Nicht selbstverständlich. Wir haben erlebt, dass die Energieversorgung sicher nicht selbstverständlich ist. Wir haben einen Schock erlebt und mussten dafür arbeiten, dass die Energie kommt. Wir wissen selbst, dass Medikamente nicht selbstverständlich ist. Und genauso sind Lebensmittel nicht selbstverständlich. Wir haben Lebensmittel, weil die Bäuerinnen und Bauern morgens aufstehen, weil sie ackern, weil sie viel Zeit in Arbeit nehmen, wenig Freizeit haben, weil sie in Risiken gehen, weil sie arbeiten und ackern, haben wir diese Lebensmittel. Und diese Wertigkeit müssen wir schätzen. Und ich will Ihnen sagen, diese Wertigkeit, die schätzen wir. Und dann muss das, ich will es ganz konkret sagen, Wertigkeit, wenn uns etwas wert ist, dann kostet es auch was. Sie stellen sich den gesellschaftlichen Fragen. Und ich verspreche Ihnen nicht, dass wir diese gesellschaftlichen Dinge zurücknehmen. Das können und wollen wir nicht. Nicht beim Umweltschutz, nicht beim Naturschutz, nicht beim Klimaschutz, nicht auch bei den Fragen, die das Tierwohl angehen. All diese Standards, die werden nicht zurückgenommen werden. Das kann und will ich Ihnen nicht versprechen. Und ich weiß, dass Sie sich diesen Fragen auf Ihren Höfen stellen und mühevoll stellen. Aber man muss eben wissen, höhere Standards kosten mehr Geld. Und was nicht geht, ist höhere Standards und weniger Zuschüsse. Dann wird die Landwirtschaft keinen Bestand haben können. Und deshalb gehört beides dazu. Ja, Umwelt- und Klimaschutz und die Standards, die gehören dazu. Es sind gesellschaftliche Fragen. Ihre Kundinnen und Kunden, die Verbraucher, erwarten es auch, dem stellen Sie sich. Aber das muss honoriert werden. Und was honoriert werden muss, kostet Geld. Es ist gut investiertes Geld. Und deshalb müssen hier Prioritäten gesetzt werden für die Wertigkeit regionaler Lebensmittel. Oh. Und was Sie zu Recht erwarten, sind faire Bedingungen. Sie stellen sich dem Wettbewerb. Da gibt es manche, die sagen, wenn man nur die Grenzen zumacht, wenn wir nichts ins Land reinlassen, dann wird alles gut. Da will ich ganz klar sagen, da wird nichts gut. Wenn man die Grenzen zumachen würde, wird nichts gut. Wir leben von internationalem Handel. Wir sind im internationalen Wettbewerb. Wir importieren und wir exportieren. Der Diesel in den Traktoren wird nicht in Lützenstädten hergestellt. Die Düngemittel kommen aus der Ukraine und anderswoher. Und wir haben erlebt, als sie nicht kamen, dass los war. Das heißt, ja, da kann man den anpfeifen, aber es wird diesen Wettbewerb auch in Zukunft geben. Glauben Sie niemandem, der Ihnen was anderes sagt. Aber der Wettbewerb muss fair sein. Dieser Wettbewerb muss fair sein. Und er ist heute oft genug unfair, weil welche, die mit geringeren Standards produzieren, ihre Produkte hier verkaufen und die liegen nebeneinander im Legal. Und deshalb brauchen wir ein besseres Europa, wir brauchen einen fairen Wettbewerb, wir brauchen gleiche Wettbewerbsbedingungen in Europa. Sonst ist nämlich nichts gewonnen, sonst geht gerade in die falsche Richtung. Wir brauchen fairen Wettbewerb in Europa für Sie in der Landwirtschaft. Und damit bin ich jetzt bei dem Punkt, der Sie jetzt konkret, der Auslöser ist für diese Proteste. Diese Steuererhöhungen für die Landwirtschaft, die führen nicht zu besseren Bedingungen, zu gleichen Wettbewerbsbedingungen, sie führen zu Wettbewerbsnachteilen, weil anderswo die Dieselbegünstigung weitergeht, weil anderswo die Regelungen so sind, dass die Bauern profitieren von staatlichen Regelungen. Und schon deshalb ist es falsch. Und ich will Ihnen klar sagen, ich bin klar dagegen und wir sind klar dagegen. Wir wissen, Sie haben keine echte Alternative, um umzustellen von Diesel, weil die Technologien, mögliche Alternativen, E-Traktoren, andere Treibstoffe, die sind nicht marktfähig. Das sind keine echten Alternativen. Und deshalb ist die Frage derzeit, heute und auch noch in zwei Jahren, nicht, wird er mit Diesel gefahren oder nicht, sondern wird bewirtschaftet. Oder wird die Bewirtschaftung zurückgefahren? Und wenn die zurückgefahren wird, und dann kommen statt unseren regionalen Lebensmitteln, welche die anderswo produziert werden, die produziert werden mit schlechteren ökologischen Bedingungen, die produziert werden mit schlechteren sozialen Bedingungen, die über weite Strecken hierher transportiert werden,
bei dem viel CO2 ausgestoßen wird, dann ist es nicht nur schädlich für die Bauern, ist nicht nur schädlich für unsere Regionen, sondern es ist auch schädlich für die Umwelt. Und deshalb muss dieser Vorschlag vom Tisch, und zwar in vollem Umfang und ganz. Dafür trete ich ein, dafür treten wir ein, dafür werden wir in Berlin kämpfen. Das sage ich Ihnen so. Und letzte Bemerkung, jetzt führen wir diese Diskussion und wir setzen darauf, dass diese Vorschläge zurückgenommen werden. Und dann wäre es gut, wenn wir breite Bündnisse erreichen, Landwirtschaft, Natur, in der Politik breite Bündnisse, hier in Konstanz. Ist es gelungen? Wir hatten die Diskussion über den Insektenschutz. Und das, was manche da vorgeschlagen haben, das hätte dazu geführt, dass wir kein Obst mehr hier auf dem Bodenrück gehabt haben. Obst aus Übersee statt Obst vom Bodensee. Und dann gab es ein Nachdenken. Man ist aufeinander zugegangen. Die Bauern, Naturschutz, dann auch die Parteien. Ich habe dafür gekämpft und wir haben dafür gekämpft. Und dann haben wir es vom Tisch gekriegt. In Stuttgart, in Berlin und jetzt in Brüssel. Warum? Weil es gesellschaftliche Bündnisse gegeben hat. Aber Bündnisse, wo man gesagt hat, ja, wir sehen diese Herausforderungen, wir sind als Bauern selbstverständlich dabei, uns diesen Fragen, in dem Fall Pflanzenschutz, zu stellen. Aber wir brauchen Perspektiven, wir müssen es auch machen können. Und wir müssen es auch leisten können. Wir heute, unsere Kinder und Enkel morgen und übermorgen. Und das ist die Aufgabe für unsere Gesellschaft. Das ist die Aufgabe auch für die Politik. Dafür werde ich eintreten. Zukunft für die Landwirtschaft, Perspektiven für die Landwirtschaft. Danke für Ihre Arbeit. Bla bla bla. Ich bin in der Tür. Ich bin in der Tür.